braucht jetzt nicht so viel. Ja. Ich glaube, der läuft mehr während der Fahrt aus, als was wir verbringen. Aber Flecken auf dem Trabi haben wir noch nicht gehabt. Aber wir sind auch schon gut in den Regen gekommen, deswegen. Wir machen jetzt erstmal Frühstück und dann müssen wir uns irgendwie einen Plan einfallen lassen für heute. Also richtig sieht man sich ja irgendwie noch nicht so. Also wir haben uns dazu entschieden, heute doch weiterzufahren. Deswegen unser Zeltplatz ist wieder leer, haben alles zusammengepackt. Trabi ist soweit fertig. Wir sind zwischendrin schon zwei, dreimal an so einen leichten Nieselregen gekommen. Und jetzt sieht es auch schon wieder so aus, als würde es gleich anfangen wollen. Deshalb machen wir heute noch ein bisschen Strecke, fahren noch Richtung Norden, weil es da etwas besser aussieht. Wärmer wird es auf alle Fälle nicht, das ist ja klar. Aber zumindest weniger regnerisch. Deswegen, wir nehmen uns jetzt wieder mit auf die Fahrt und sehen uns dann wahrscheinlich, wenn wir demnächst mal einen Zwischenstopp machen oder angekommen sind. Also macht's gut. Also hier hört's langsam auf mit Bäumen. Obwohl wir ja nur auf 850 Meter Höhe sind. So, Ladies and Gentlemen, also wir sind an unserem neuen Schlafplatz angekommen. Zelt ist schon aufgebaut, Trabant steht soweit. Wir werden heute gegen Abend dann noch ein bisschen was am Trabi machen. Also wir werden den Keilriemen ein bisschen nachspannen. Den Lüfter will ich nochmal nachziehen, die Radschrauben überprüfen, dass die alle fest sind. Und vor allem Luftdruck, weil wir sind hier in etwa 15 Grad kälter angekommen, als was wir zu Hause losgefahren sind. Und da wird der Druck schon etwas runtergegangen sein. Ramek hat gerade schon mal ein bisschen Phrasen gemacht, was tatsächlich schon fertig ist. Also es ging echt ratzfatz. Ich meine, wie lange ging es denn? Was meinst du? 15 Minuten maximal? 10, 15 Minuten. Und ansonsten, das lassen wir uns jetzt schmecken. Das ist quasi erstmal unser Mittag. Wir haben auf alle Fälle einen ganz schicken See gefunden. Mit Sandstrand. Der leider sackenkalt ist, wie erwartet. Aber um sich mal zu waschen oder so, ist auf alle Fälle top. Da oben ist auch direkt die Straße. Also dort sieht man sie vielleicht, da wo der Weg dann hochgeht. Beginnt dann auch schon die Straße. Von dort aus werden wir dann morgen wahrscheinlich weiterfahren. Außer es gefällt uns hier so toll, dass wir doch noch hier bleiben. Aber das lassen wir einfach mal so Sorgen für morgen sein. Deswegen, wir essen jetzt erstmal was und sehen uns dann später wieder, wenn wir einen Trabi bauen. Ciao. So Mädels, also wie schon vorhin versprochen, reparieren wir jetzt den Trabi, beziehungsweise ist ja eigentlich keine Reparatur, das ist eher so eine Wartung, kann man eigentlich dazu sagen, weil kaputt war ja nichts. Die Radschrauben habe ich schon alle nachgezogen, beziehungsweise Radmutter, nicht, dass man mich hier korrigieren muss. Und jetzt lösen wir hier die Lichtmaschine, weil wenn man sich den Keilriemen so anschaut, der hat sich schon etwas gelenkt, ist halt ein neuer Keilriemen, davon konnte ich halt schon ausgehen. Und dann spannen wir das Ganze mit dem werkseigenen Trabant Spezialwerkzeug 307. Oh, ich bin doch gerade verarscht, was wir sind. Siehst du, so kannst du es ziehen, ja. Lass mal, dass genau diese senkrechte Schraube da, wo die Nuss jetzt rankommt. Jo, die hat sich auf dem Hinweg schon mal gelöst. Die habe ich dann nochmal nachgeknackt. Und da überprüfen wir jetzt nochmal, ob die Reparatur halt erfolgreich war. Oder ob es sich wieder gelöst hat. Ansonsten die Krümmerschrauben habe ich noch überprüft. Die sind aber fest. Die können wir auch nochmal nachziehen. Aber die lösen sich eigentlich im seltensten Fall tatsächlich, auch wenn man es als originaler Simson-Fahrer eigentlich nicht denken sollte, aber die lösen sich sehr selten. Wie fest ist er? Jo, da hätten wir es. Da können wir hier die Front dann wieder ranbasteln. Und dann hätte sich das tatsächlich auch schon erledigt. Wir gucken gleich mal noch nach dem Luftdruck und dann wären wir definitiv wieder ready to go. Jo, also bis dann. Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen am Tag. Boah, welcher Tag ist denn heute? Keine Ahnung, ich glaube heute ist Sonntag. Auf alle Fälle, wir haben unser Lager zusammengepackt. Wir waren auch gerade in diesem See. Und wie man sieht, es sieht nicht mehr auf Kamera warm aus.
Deswegen, es war auch echt frisch am Tisch. Wir haben hier gerade so um die 13 Grad. Wir sind eben rausgekommen, deswegen. Ich bin frisch gewaschen, ich ziehe mir gleich was über. Zelt und so haben wir schon abgebaut. Den ganzen Krempel, den müssen wir halt nur noch irgendwie ein bisschen schön verräumen. Ja. Ramek ist gerade scheißen, da ist irgendwo in den Wald gerannt. Ja, das wollte ich euch eigentlich noch mitteilen. Deswegen, wir machen uns dann so in 20 bis 30 Minuten hier in die Spur. Und wir haben noch 430 Kilometer bis zum Nordkap. Das heißt, wenn alles gut läuft, geht es heute ans Nordkap. Das wäre natürlich ziemlich geil, dann hätten wir es innerhalb der ersten Woche gepackt. Und dann hätten wir auf alle Fälle noch mehr als genug Zeit, die wir halt in Norwegen so verbringen können. Aber erstmal abwarten, deswegen. Wir machen uns nachher eine Spur und dann geht's weiter. Macht's gut. Wir tanken mittlerweile das letzte Mal in Finnland, so wie es zumindest ausschaut. Und uns ist gerade erst mal aufgefallen, dass hier einfach 95 Oktan genauso viel kostet wie 98 Oktan. Genauso viel, nicht genauso wenig. Also 2,30 Euro, wie man gesehen hat, es ist sackenteuer. Aber was willst du machen? Wir brauchen den Sprit. Deshalb nicht koste, was es wolle, aber deswegen muss halt einfach rein. Jo. Deswegen, wir gehen nochmal bezahlen und dann geht's weiter.